Dauer. Kenn es. Hört auf, jetzt für Faxen zu machen, ne? Lass mich noch ein bisschen in die Materie schlummern. Ich guck später nach den Kartoffeln. Lange werde ich nicht mehr schlafen. Nur noch so, ja, dreiviertel Jahr. Und dann vielleicht noch ein bisschen. Wie kann man sowas freiwillig immer wieder machen und sich sagen, ach ja, heute Abend gehe ich mal einen trinken. Ist ja einfach nur zum Kotzen. Was? Noch nie einen geilen Mann gesehen oder was? Oh, Kinder sind ja. Aufwachen, mein Freund. Emil. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Recht herzlichen Dank. Und guten Morgen. Also ich könnte immer noch nicht ausschließen, dass ich vielleicht nochmal göbeln werde. Ja, na mein Schatz. Sag mal guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. So. Ja. Ah ja, die ganze Bande, ne? Die ganze Bande steht hier unten wieder. Lucy, Richard liegt da, Carlo ist an der Tür und Herr Müller ist hier rechts hinter mir, ne? Erstmal ein dickes, fettes Dankeschön auch nochmal an Kashi, der ja nun gestern sehr, sehr lange hier am Start war. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie spät es war, als er los ist, aber es war irgendwie zwischen 1 und 2. Ich bin gerade ins Badezimmer gegangen und das schwankte noch ganz schön. Das hat mich ein bisschen überrascht, sagen wir es mal so. Ja, und es ist irgendwie die ganze Zeit eine unterschwellige Übelkeit da, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir so, ach komm, dann göbel doch einfach mal. Vielleicht geht's ja dann besser. Das lasse ich nicht mehr aufhalten. Alter! Mir hat gestern doch auch Takashi wunderschöne Gummis mitgebracht, also für uns, für unseren Mädelsabend. Ja. Der ist ganz komisch verlaufen gestern, ich weiß auch nicht. Irgendwas war unerwartet anders als sonst. Also, bis gestern Abend war es noch Springbrunnen in Coming und tatsächlich habe ich es dann heute noch geschafft und bin jetzt bei Punkt 7. Alter! Aber das war schon mal gut jetzt gerade. Das habe ich gebraucht. Ich hab's die ganze Zeit schon gemerkt. Das habe ich gebraucht. Auf jeden Fall habe ich gestern meine Ziele alle erreicht. Ich kann nun wirklich sagen, von mir aus, wie ist es, betrunken zu sein?
Was macht das mit mir? Wie bin ich dann? Wie vertrage ich das? Das kann ich jetzt alles beantworten. Und insofern war das Selbstexperiment am Ende, oder es ist am Ende geglückt. Ich weiß nicht, warum Leute freiwillig sowas machen. Und sagen, oh geil, ich habe heute wieder richtig Bock, was zu trinken. Klar, umso öfter man das macht, umso härter wird man im Nehmen. Aber irgendwie ist es auch widerlich, oder nicht? Guck mal, ich als Jungfrau. Ja, ihr habt ja gesehen, wie es bei mir lief. Mir vorzustellen, dass ich irgendwann abgehärtet bin bis zu einem gewissen Grad. Und die ersten Getränke alle locker weghau. Da wäre mir eigentlich schon wieder schlecht. Du hast es jetzt fast geschafft und ich glaube, dass es eine Erfahrung ist, beziehungsweise war. Absolut. Das war ja auch mein Vorhaben, dass ich für mich das einmal alles weiß und ich... Es ist zum Kotzen. Ich wollte aber auch halt immer mal wissen, was ist, wenn ich Alkohol trinke? Inwiefern verändert das meine... Ja, meine Persönlichkeit kann man so auch nicht richtig sagen. Aber halt die betrunkene Persönlichkeit, wie ist die? Und so wie ich das in Erinnerung habe, ist meine Persönlichkeit scheinbar eine sehr fröhliche Persönlichkeit. Dein bester Freund entführt gerade die Liebe meines Lebens und das war Bacardi Res. Und die nimmt er mit. Und ich frage mich, warum er schon wieder mit einer anderen durchbrennt. Das erfüllt mich mit Stolz. Ich bin noch klar im Kopf und mache Entertainment weiter. Ach so, hab ich gesagt. Ich bin noch klar im Kopf und mache Entertainment weiter. Das habe ich gesagt. Ja, siehst du. Wo ist das Problem? Ich stehe doch und alles ist gut. Ich sitze. Was soll ich jetzt machen? Hier die ganze Zeit noch blöd sitzen? Wieso sind 11 Zuschauer da und gucken sich diesen Haufen Scheiße hier an? Was soll das? Wer luschert da heimlich? Ich will, dass ihr euch im Chat bekennt. Wer geilt sich daran auf? Bin ich gerade zu sehen. Ich darf noch nicht so energisch reden, sonst wird alles schlecht. Kasan! Na? Gerade die Klüsen aufgemacht und abchecken, wie es dir geht. Ja, auch du, mir geht's ganz gut. Ist alles im Grunde genommen wie immer. Die Lage ist stabil. Da kommt gleich wieder was. Digga. Nee. Ich glaube, ich leere den besser mal gleich aus. Da es ein Selbstexperiment war und nicht nur einfach ein sinnloses Besäufnis oder so, sondern wirklich ein Selbstexperiment, was in erster Linie mir Erkenntnisse bringen soll, aber auch gleichzeitig vielleicht den einen oder anderen da draußen mal zeigt, ne? Was macht Alkohol mit einem? Wie verändert man sich? Was ist am nächsten Morgen? Gehört es dann auch mit zu meiner dokumentarischen Pflicht, auch diesen Teil natürlich zu zeigen? Ja, das ist so, als wenn du ins Casino gehst und gewinnst und zeigst nur, dass du gewonnen hast und dann ist vorbei.
aber dass du dann am nächsten Wochenende wieder ins Casino gehst und da dann dein komplettes Geld wieder auf den Kopf haust, verprasst und gehst mit Minus raus, das dann nicht zu zeigen, wäre dokumentarisch auch nicht korrekt. Da fehlt ja dann ein wichtiger Teil. Und ich liefere euch heute den wichtigen Teil. Und deswegen gehört auch das mit zum Selbstexperiment, dass man natürlich die Folgen euch präsentiert. Und das sind sie. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Nicht nur zum Glas greifen und sich den ganzen Rotz reinschütten und tralala, haha, hihihi. Und das war's. Nein, da ist nämlich nicht Schluss an der Stelle. Es geht weiter. Und das seht ihr hier. So. Ja, ich dachte, das eine Glas trinke ich dann auch noch aus. Hab ja schließlich Geld bezahlt für die Sachen. Aber ich wusste nicht, die haben vorhin den Eimer Wasser reingetan. Und als ich dann plötzlich davon getrunken habe, war es fast nur Wasser. Aber lass darüber nicht mehr sprechen, weil sonst ekelt es mich gerade selber an. Oh Mann. Mann. Was bin ich froh, wenn ich im Bett bin, du. Ich glaube, das ist sinniger, ich beende den Stream, als mich jetzt hier noch zwei weitere Stunden einfach nur zu quälen. Obwohl ich euch keinen Mehrwert mehr bieten kann. Ne? Na, du Saufkopf, wie geht's? Och, Kashi! Och, alles stabil, alles gut. Im Grunde war gar nichts los. Ne? Und wir haben das hier gerade schon einheitlich besprochen. Es darf nicht zu viel sein, aber ich werde jedes zweite Wochenende werde ich trinken. Na, was sagst du? Ich muss auch mal kacken. Also, Freunde, in diesem Sinne, ne, ein schöneres Ende könnte es nicht geben, finde ich. Vielen, vielen Dank für alle, die im Laufe dieser, nun nicht 24, aber fast, Stunden zugeschaut haben. Ja, vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen, vielen Dank für alle Likes. Vielen, vielen Dank für alle Dislikes. Ja, danke für eure Aktivität und Freunde, ich zisch ab, ich verpiss mich jetzt und ich bedanke mich, dass ihr mit am Start wart. Lasst Chizo gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der Möchtegern Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht, auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Shizu-Shop, aber wer will schon zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein!